Hallo und willkommen, ich bin Amgad Reim. Wie ihr seht, ist es natürlich immer Zeit für Warframe. Und da schon Gara hier schon ihren Staub von ihrer Rüstung am Wedeln ist, ja, wir wissen jetzt tatsächlich und sehen auch, dass die Planes of Eidolon draußen sind. Und in diesem Video gehen wir jetzt relativ grob mal über alles her, was jetzt neu im Spiel ist und beantworte womöglich die ein oder andere Frage, die womöglich nicht uninteressant ist. Wie gesagt, ich werde hier nicht großartig ins Detail gehen können teilweise, weil ich noch nicht überall hundertprozentig durchgestiegen bin, aber das, was ich jetzt schon mal gesehen und mitgekriegt habe, kann ich euch schon mal mit auf den Weg geben, damit ihr nicht hier nach vorkommen, ich sage jetzt mal vorkommen überfordert seid. Aber wisst ihr, bevor wir jetzt in die Planes starten und also auch vor allem uns Cetus mal reinziehen, also die neue Kolonie, sollten wir vielleicht noch zwei, drei andere Sachen tun, bevor wir unten aufschlagen. Nämlich ein paar Informationen wollen wir ja aus dem Schiff gleich noch mitnehmen. Zuerst gucken wir nämlich erstmal auf den Markt. So, lasst mich ganz kurz überfliegen, was jetzt Neues am Markt ist, nur damit wir die Sache mal kurz angesprochen haben. Natürlich könnt ihr jetzt Gara direkt käuflich erwerben vom Markt. Könnt ihr tun, dann habt ihr quasi einen neuen Warframe-Slot als auch die junge Dame selbst direkt sozusagen, ohne dass ihr Quest machen müsst, am Start. Natürlich ist die Waffe da nicht dabei, auch wenn sie jetzt hier damit gerade steht. Wenn ihr natürlich ein bisschen was extra haben wollt, könnt ihr auch die Gara Collection euch holen, wo dieser alternative Helm bei ist, der witzigerweise nicht besser aussieht als der Standardhelm. Und dann wäre dabei halt sogar dabei, dieser neue Helm. Dann hätten wir noch diese spezielle Glas-Jurandana auf dem Rücken, als auch dieses neue Glas-Kampfschrotgewehr, diese Glas-Wurfdolche und diesen Glas-Vorschlaghammer. Und zusätzlich gibt es hier noch 3 Tage Affinity Booster und 3 Tage Credit Booster. Okay. Natürlich ein stolzer Preis für 825 Platinum ist halt schon eine ganze Menge. Ich meine, die Menge an Platinum ist eine Menge. So, scroll ich mal ein bisschen weiter runter, denn hier unten wäre der Mac Pneuma Skin, der auch neu ist. Ein Deluxe Skin für Mac, als auch für natürlich Mac Prime. Und wenn wir so gerade mit der Kamera ein bisschen am Reinzoomen so sind, sehen wir schon, dass diverse Teile an ihr so bis am Rumwabern sind. Die wird quasi in so, wie gesagt, die Teile werden quasi von einem Magnetfeld an Ort und Stelle gehalten. Mehr oder weniger, zumindest der Kranz außenrum nicht unbedingt, aber hier Teile am Kopf, so die Kopfplatte vorne, als auch die Arme und Unterarme und so weiter und so weiter. Und auch ein paar Teile um ihre Hüfte herum, die schweben quasi in der Luft, ja, magnetfeldmäßig. Und das passt natürlich zu Mac mal wie die Faust aufs Auge. Der Skin sieht fein aus. Wir können natürlich noch einen draufsetzen und holen uns hier die Mac Pneuma Collection. So, nebenbei natürlich, dass wir jetzt den Deluxe-Skin selber kriegen, können wir noch die Syrandana, die gleich am Rücken zu sehen ist, hier halten und auch extra für die Tonfa-Skins. Das wäre jetzt hinter hier, auch wenn die Tonfa jetzt gerade verkehrt rum hier gehalten wird. Aber ja, diese Klingen sollen natürlich noch Hinterseite eigentlich zeigen. Und damit könnt ihr eben dann rumschnetzeln gehen, wenn ihr jetzt Tonfa-Fan seid. Es hat wie gesagt nur ein Skin, keine Waffe selber, wie der ganze Rest ja auch. Aber auch hier, dieses Rückenteil sieht jetzt gar nicht unbedingt verkehrt aus. Das Schöne ist, wir können tatsächlich die Syrandana auch käuflich unabhängig von dem Ganzen erwerben. Finde ich nice. So, was haben wir noch hier oben? Sehen wir gerade. Genau, Rüstungssets sozusagen für unseren Operator. Da haben wir den Cerno Armor Bundle. Wo ich mir sage, so ein bisschen wie, okay, du bist so unter die Pilzsammler gegangen, so ein bisschen. Oder vielleicht der asiatische, hier der Strohhut, so in der Form vielleicht auch noch. Ja, ja, läuft. Dann wäre hier der Fat oder so ähnlich Armor Bundle. Wo ich mir sage, so ein bisschen, oh ja, hat auch so einen asiatischen Einschlag eben. Und, sieht es auch nicht unbedingt verkehrt aus, obwohl diese Geschichte hier an den Armen und Beinen sieht ein bisschen komisch aus, weil das ein bisschen zu viel, finde ich. Ein bisschen zu groß. Diese Goldenen da. Und als letztes hat man den Sauber-Armor-Bundle, wo ich mir sagte, oh, du hast dir vom Schrottplatz was zusammengebaut. Das sieht genauso aus. Geschmackssache, möchte ich mal sagen. So, und da kommen wir mal noch schnell zu den Waffen, nämlich zum Beispiel hier der Argonac, die ja neu ist. Das ist ein Sturmgewehr aus dem Haus der Grenadiers und das Ding hat halt einen Single-Feuer-Modus als auch einen Autofeuer-Modus, wo ich sage mir, okay. Und es markiert, wenn ihr reinzoomt, eben Ziele vor euch. Das heißt, die werden so fies rot umrandet, damit ihr auch ja nicht übersehen könnt. Was ich persönlich gar nicht schlecht finde, weil manchmal in den Planes tun eben Gegner sich auch gerne mal in Gebüschen verstecken. Da hilft das ungemein. Wie gesagt, der Sound der Waffe gefällt mir jetzt nicht unbedingt, weil sie ein bisschen so wie aussieht, wie als ob man mit einer Erbsenpistole rumschießt. Aber der Schaden und was das Ding so anrichtet, ist eigentlich gar nicht verkehrt. Und erhalten tut ihr das Ding übrigens aus dem chemischen Labor, müsst ihr also nach Forschen gehen. Als nächstes hätten wir die Krokur, die nicht nur als einhändiges Schwert gegeben ist, sondern auch als Dual-Wild-Variante. Das heißt, ihr habt dann 2 Stück davon, jede Hand halt eben eine. Und der einzige Unterschied halt wäre tatsächlich ähnlich wie jetzt eben bei dem Sturmgewehr witzigerweise auch. Der Schaden ist bei beiden identisch. Es ändert sich eigentlich nur was mit der Angriffsgeschwindigkeit und der Crit und der Statuschance. Das heißt, bei dem Schwert, was wir jetzt hier gerade sehen, hauen wir relativ langsam zu, haben dafür sehr guten Crit. Der Crit-Multiplier ist dafür nicht so wahnsinnig toll. Die Statuschance ist noch so, geht.
Und wenn wir jetzt zwei Schwerter hätten, hätten wir eine höhere Angriffsgeschwindigkeit, der Crit geht deutlich runter, aber die Statuschance geht rauf. Der ganze Rest mehr oder weniger bleibt identisch. Ich finde es aber trotzdem schön, dass wir jetzt wieder mal eine Waffe gekriegt haben, wo immerhin 49 Schnittschaden als Basis mit bei ist. Das ist zu verbluten lassen nicht unbedingt verkehrt. Und dann kommen wir zu den Basiswaffen eben von Gara selbst, zum Beispiel der Astilla. Wo ich ja schon sagte, oh, das hört sich fast an wie ein Schnellfeuer-Schrotgewehr. Und was ist es? Ein Schnellfeuerglas-Schrotgewehr. Das Einzige, was man jetzt sagen müsste, ist, also es zählt als Schrotgewehr, weil die Mods sagen, es ist ein Schrotgewehr. Allerdings schießt ihr eigentlich so ein kompaktes Projektil ab, was beim Aufschlag eben in so einer Glasexplosion hochgeht. Was eigentlich schwer geil ist, muss ich sagen, weil damit tatsächlich ihr Gruppen gut mittreffen könnt. So eine Art, ich will nicht sagen Granatwerfer, das ist nämlich falsch, aber es sieht auf jeden Fall sehr spektakulär aus und gerade wenn ihr Multishot da reintut, wird man fast blind von dem ganzen Glassplitter, den ihr nach rauskommen geschossen hat. Ansonsten ist es ein cooles Ding. Auch vom Schaden her, Schnittschaden bis zu 78 und nochmal 70 Einschlagschaden und 72 Durchschlag pro Schuss, das ist schon, das sind schon schwere Schläge, die da aufkommen. Finde ich trotzdem ein sehr schönes Teil. Dann hätten wir noch die Fusilei, wo ich mir sagte, ja, das sind Wurfdölche mit auch zwei verschiedenen Feuermodis. Nämlich einmal werft ihr entweder Dauerfeuer, wie ihr es eigentlich mit den ganz normalen Wurfdaggern ja schon macht im Spiel, also mit Wurfdölchen. Und ihr könnt auch umschalten und sagen, ne, ich tue jetzt mal ein bisschen Gas geben, sozusagen mit meinem Werfen. Dann werft ihr deutlich langsamer, trifft auch sozusagen weniger kritisch die Gegner. Allerdings habt ihr deutlich mehr Status und der Schaden vor allem geht deutlich nach oben. Vor allem, wir reden von dann 138,6 Schnittschaden. Wir reden von dem ungemoddeten Schaden dann schon. Das heißt, wenn man da ein bisschen was draufschmeißt, da kann man ein sehr, sehr perverses Wurfgeschoss mit Stricken gehen, was sehr wahrscheinlich Gegner verbluten lässt. Deswegen ist das schon cool. Ist auch lautlos, weil es ein Wurfdecker. Und dann kämen wir noch zum Wollnuss und ja, der Glasvorschlaghammer. Und der sieht auf jeden Fall ziemlich groß und krass aus. Wobei, wenn man erstmal mit rumhaut im Spiel, wirkt das Ding wieder relativ klein, weil ja, man muss es eben so halten eigentlich wie sie jetzt hier gerade und dann kommt mit der Reichweite nicht unbedingt wohin, aber trotzdem. Wenn wir uns die Stats so ein bisschen ansehen, ist der Schaden auch noch übersichtlich, nämlich wir reden von 46 Schnittschaden, 32 Durchschlagschaden und 22 Einschlagschaden. Eine Statuschance von 30% standardmäßig ist gar nicht verkehrt. Gut, die 18% Crit-Chance und 1,6-fach Multiplier kann man fast ignorieren, weil wir reden ja heute vom Zeitalter, wo man halt Blutrauschen so Sachen am Start haben kann. Angriffsgeschwindigkeit dafür ist aber von 1,2, ist also relativ fix am Start. Und jetzt werdet ihr natürlich sagen, warum hast du die letzten paar Waffen überhaupt nicht angegeben, wo man sie herkriegt? Ganz einfach, wir können sie alle hier uns vom Markt kaufen. Also alle. Alle Glas, sozusagen, Waffen sozusagen sind vom Markt direkt käuflich. Ihr werbt mich zumindest die Blaupause und natürlich auch die Waffe selbst. Und dann könnt ihr eben innerhalb von 12 Stunden jeweils Sachen bauen. Der einzige Wermutstropfen, muss man sagen, gerade bei dem Vorschlammer hier eben, bei dem Glashämmerchen hier, dafür braucht man Argonkristalle. Die anderen Sachen nicht, aber der Hammer schon. Und natürlich kann man auch das Syandana von dem Glass Warframe einzeln erwerben, als auch der alternative Helm. Was hier die beiden Sachen sind, es sieht aus wie Deko. Na gut, brauche ich nicht unbedingt. So, dann gucken wir uns ganz schnell noch Garas Fähigkeiten an, weil sie hat ja durchaus ein paar am Start und ja, wir fangen ein bisschen schnell an. So, die erste Fähigkeit, erstmal kurz einen schnellen Gegner finden. Der war doch eben noch im Umschlag. Ah, hier vorne direkt. Die erste Fähigkeit, wir schmeißen einfach Glassplitter nach Gegnern. Und die meisten kriegen es auch noch nicht mal mit, weil das lautlos ist. Und Gegner werden dabei auch noch umgeschmissen. Scheinbar hat sie auch als Passiv, obwohl es noch nicht dabei steht, aber als Passiv scheint sie die Fähigkeit zu haben, Gegner auch blind zu machen zwischendurch. Die zweite Fähigkeit wäre, entweder auf unsere Verbündeten, auf uns selber oder sogar auf Gegner so eine Art Glasfeld zu kreieren, was den Gegner folgt. Und natürlich, jetzt sehen wir auch, jetzt ist er auch blind geworden, interessanterweise. Und wie gesagt, er kriegt die ganze Zeit halt Schaden eben durch die Glassplitter. Sollten noch andere in der Gegend hier rumstehen, würden sie auch die ganze Zeit was davon abkriegen. Dritte Fähigkeit, wir bauen einfach so eine Spiegelkamera dahin. Und die Gegner, die halt darauf einschlagen, kriegen selber halt Schaden. Und ja, wenn sie alles kaputt gehauen kriegen, geht das Ganze hoch in Explosion. Jetzt werde ich noch mitgenommen. Das lassen wir mal gerade schön. Nämlich, wir machen jetzt erstmal die vierte Fähigkeit. Quatsch! Und stopp. Alle Gegner, die direkt davon getroffen werden, werden quasi festgehalten, was sehr cool ist. Und durch diese Wand kann auch kein Gegner durchlaufen. Auch kein Beschuss kommt da durch. Sehr cool. Wir können auch die Wand benutzen. Patsch! Und damit tun wir einen riesen Schrapnellsturm in die passende Richtung eben davonjagen. Sehr fett. Finde ich gerade schön, die Kombination. Also wir können wirklich uns hinstellen und sagen, bam, hier so schöne Wand hinbauen, wie wir so auch vor allem Mana haben. Wie wir gerade sehen, wir haben nämlich keine Mana mehr dafür. Und wir können da durchlaufen ohne Probleme. Allerdings, Gegner stehen davor wirklich, wie als ob es eine feste Wand ist. Allerdings, wie wir unten an der Zeit schon sehen können, diese Wand hält nicht ewig.
Aber hey, man kann nicht alles haben. So, noch ganz kurz der Waffentest, damit wir es eben haben. Die Astilla halt, dieses tolle neue Schrotgewehr, wie es aussieht, wenn es schießt. Ja, damit kann man sehr gut Gruppen auch mal in den Dreck schicken. Ja, das ist gar nicht verkehrt, die Explosion ist schon wirklich nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, der Blindheitseffekt scheint wirklich ein Passiv zu sein, eben von Gara selbst. Aber das ist schon cool. Ich finde das eine coole Waffe, auch wenn sie natürlich bei Level 150 Kurnier mit super fetter Rüstung sich nicht mehr so viel Schaden machen kann. Aber trotzdem ist das eine schöne Waffe. Man kann natürlich auch Dauerfeuer damit geben. Und das hier, seht ihr auch langsam, was ich meine mit dem, da kann man bei blind werden mit dem ganzen Glassplittern. Ich meine, das Gute ist, dass das Ding einen Schnittschaden macht, sonst wäre das sich vollkommen witzlos gegen ihn. Und da hätten wir natürlich noch die Fusilei, die ja auch neu gekommen ist, diese neuen Wurfdagger. Entweder werft man ganz normal, wie man es halt vom Wurfdagger ist, kennt eben Dauerfeuermodus. Alles gar kein Problem, macht natürlich wegen dem vielen Schnittschaden auch eben Verblutungseffekte. Muss ja sein. Oder allerdings, wir tun einfach die alternativen Feuermodus drücken und dann schmeißen wir ein paar von den Dingern auf einmal. Auch eine schöne Idee. Schöner Gruppenangriff auf alles. Deswegen machen wir auch dreifachen Schaden. Wahrscheinlich werden wir einfach nur drei von den Wurfdeckern die ganze Zeit raushauen. Kann das sein? Vielleicht. Und da hätten wir natürlich hier Vollnuss den Glasvorschlaghammer. Und das Gute ist natürlich, oder das Schlechte muss man beinahe sagen, dadurch, dass Gegner zwischendurch automatisch blind gemacht werden, können wir natürlich die ganze Zeit auch dann dementsprechend Finisher machen, was zwischendurch durchaus nervig sein kann. Wenn man gerade jemanden einfach nur schlagen möchte und plötzlich ist der blind und ja, man bekommt plötzlich die Finisher-Animation, die man vielleicht gar nicht haben möchte. Ansonsten kann man natürlich dadurch, dass das Ding relativ viel Schaden eben produziert, eben durch Schnittschaden, können wir natürlich auch Gegner hier relativ gut verbluten gehen lassen. So wie jetzt gerade, wie ich schon meinte, wird es halt mal Finisher hier am Start, mehr vielleicht gar nicht will. Oder vielleicht will man das ja auch gerade. Ich meine, Gegner, die blind sind, können eben nicht schießen. Ja, trotzdem ist es nicht schlecht als Hammer mit Schnittschaden. Natürlich gehe ich noch kurz auf die Argonac ein. Natürlich, natürlich. Und zwar, wenn ich hier reinzoome, wie ihr schon seht, die Typen werden plötzlich im riesengroßen, roten, sozusagen Kreis versehen. Und dann kann ich jetzt ganz dezent sagen, da ist ein Kopf, den machen wir mal gerade weg. Das ist jetzt der Einzelschuss. Gehen wir gerade mit alternativen Feuermodus, mit dem Dauerfeuermodus rüber. Wie ich schon meinte, es ist jetzt nicht so spektakulär vom Sound her. Wirklich nicht. Allerdings, gerade dieses Sichtbarmachen, wie gesagt, das ist manchmal ist das absolut hilfreich. Ups. Tschüss. Und nur nochmal der Hinweis, keiner der Waffen ist fertig gemoddet gewesen und keiner ist auf maximaler Stufe, aber ich wollte schon mal gezeigt haben, in welche Richtung diese Waffen so generell am Gehen sind. So, dann lasst mich mal kurz die Sache einläuten, damit wir endlich in die Kolonie abdampfen können. Nämlich die Sache mit dem Fokus 2.0. Ihr werdet gleich feststellen, warum wir unbedingt in diese verdammte Kolonie müssen. Zumindest, wenn wir irgendwas vorhaben noch wollen mit unserem Operator hier im Hintergrund. Ich habe jetzt erstmal alle Trees nochmal freigeschaltet und ich habe natürlich alle Punkte wieder gekriegt, wie der Entwickler schon gesagt hat. Natürlich von allen Warframes sind auch die ganzen Linsen entfernt worden, die wir wieder gekriegt haben. All das hat ja soweit geklappt. Wobei, wie gesagt, schon mal vielleicht der Hinweis, gerade wegen den Fokuslinsen. Es gibt jetzt bessere Fokuslinsen, deswegen sollte man vielleicht nicht diese, die wir jetzt zurückgekriegt haben, sofort wieder verbauen gehen. Ist vielleicht eine gute Idee in dem Zusammenhang. Aber gut, gehen wir mal ganz kurz darauf ein. Ich habe jetzt noch nicht so viel freigeschaltet und ich kann auch gar nicht so viel freischalten, weil ich habe nämlich noch was fehlen. Nämlich, wenn wir jetzt nochmal bei Xenoric kurz gucken gehen, dann wird der eine oder andere jetzt erstmal ein Herzkasper kriegen, weil der Energy Pulse funktioniert so, dass wir einfach auf der ersten Stufe 25% sozusagen zusätzliche Energie kriegen über 10 Sekunden. Das heißt, mit Worten, rein von der Überlegung her, wir heben also ein Energy-Pickup, wäre ja sowas wie eben, ne, 25 Energie, das heißt, wir heben das auf und davon 25% kriegen wir über 10 Sekunden. Ja, nee, das ist nicht besonders viel. Nee, nicht wirklich. Wir können ja übrigens auch die Stufe hier deutlich noch erhöhen, wenn ich hier so ein bisschen auf Fokus drauf gehe. Und nächste Stufe wäre dann gewesen, wir kriegen 30% Bonus, aber dann innerhalb von 9 Sekunden oder eben, was waren 40, glaube ich, und, nee, 35 und danach waren es 40 dann halt, in 7 Sekunden, aber immer eben von dem Energy Pickup aus gesehen. Das heißt, beim Worten, wir reden von 25 Energien, davon 40%. Und das ist eben nicht das gleiche wie 3 Energie pro Sekunde durch die ganze Mission hindurch. Schade, möchte ich jetzt einfach mal gerade sagen, aber jetzt werdet ihr euch fragen, Moment, aber da gibt es ja noch andere Fähigkeiten außenrum. Stimmt, zum Beispiel die unten.
Das werden wir channeln mit unserer Energie, sozusagen, also Nahkampfwaffen channeln, damit mehr Schaden machen, dafür aber Energie verbrauchen, kostet das pro Stufe 10% weniger. Das hört sich gar nicht so schlecht an. Ich habe es mir jetzt noch nicht freigeschalten. Machen wir es einfach mal gerade. Das heißt, man auf der ersten Stufe sind es eben die 10%. Kommen wir überhaupt auf die nächste noch gerade? Nein, dafür habe ich nicht mehr genug Punkte übrig gerade. Wie dem auch sei, wir können auf jeden Fall damit Energie sparen, wenn wir unbedingt das wollen. Ich tue das generell nie, deswegen ist mir das egal. Aber, jetzt werde ich sagen, Moment, Freund, was mit den anderen Punkten außenrum? Da steht unten was Schönes drunter, aber das kann uns egal sein. Da steht nämlich oben ein großer Satz bei. Wir können auch draufklicken, da steht dann, Alter, du musst erst mit denen reden, bevor du das anlocken darfst. Das heißt von Worten, ich muss erst mit Leuten aus der Kolonie schwätzen, bevor ich überhaupt irgendeinen anderen Skill nehmen darf. Außer diesem einen hier. Wir haben quasi unseren Basisskill, den behalten wir, plus noch einen Ausbauskill und alle anderen Skills sind jetzt verborgen für uns, es sei denn, wir machen eine gewisse Mission eben für die Kolonie. Und das sieht jetzt übrigens für alle anderen genauso aus. Natürlich können wir uns noch darüber unterhalten, dass natürlich hier so Sachen dabei noch geblieben und sind, wie zum Beispiel Leute wiederbeleben. Ja, einmal pro Mission können wir jetzt Leute wiederbeleben. Sowas haben wir noch behalten. Oder eben, dass unsere Affinity-Radius jetzt erhöht wird. Ich weiß jetzt nicht, ob ich was Sachen das jetzt unbedingt brauchte. Oder jetzt bei Unairu, dass Schaden generell von uns auf Gegner zurückgeschmissen werden. Also 5% auf der ersten Stufe. Und irgendeine andere Sache können wir noch holen. Ach, hier unten das, genau. Unsere Rüstung von unserem Warframe, also von unserem Operator, werden um 10% erhöht auf der ersten Stufe. Das wird nicht zu hoch werden, weil wir haben nämlich nur wenige Ausbaustufen hier. Aber wie gesagt, die anderen Sachen sind uns alle verschlossen. Deswegen gehe ich auch gar nicht drauf ein länger. Und Madura hat natürlich was Cooles gekriegt. Da muss ich sagen, oh, erzähl mir mehr. Physischer Schaden, den wir anrichten, wird um 10% erhöht. Und die andere Ausbaustufe wäre elementarer Schaden, den wir anrichten, wird um 10% erhöht. Hier die Sachen gefallen mir direkt schon mal sehr viel mehr. Naramon hat noch was Schönes behalten, so möchte ich einfach mal sagen. Wenn wir mit Melee, also im Nahkampf, Leute abmurksen sollen, kriegen wir dafür 20%, auf der Stufe, die ich jetzt hier gerade freigeschalten habe, 20% mehr Erfahrung. Das können wir durchaus ein paar Mal erhöhen. Und hier oben, das ist auch eine sehr interessante Sache, gerade für unsere Leute, die gerne in Nahkampf gehen wollen. Das sind ja ein paar von uns, ich gehöre ja auch durchaus dazu. Und zwar sieht es jetzt nicht mehr so aus, dass wir nach 3 Sekunden alle unsere Kombo-Punkte verlieren, sondern anstelle dessen, so zumindest, so wie ich es jetzt hier durchschaut habe, zumindest das, was der Wert mir hier aussagt, wir verlieren nicht mehr alles, sondern wir verlieren pro Sekunde, wie es aussieht, beziehungsweise über die Zeit immer in 20er Schritten sozusagen unsere Kombo-Punkte. Das heißt, wir verlieren wirklich die Anzahlen von Kombo-Punkten und nicht mehr den ganzen Stack auf einmal. Was ziemlich cool ist, wenn wir hiervon übrigens die Punkte erhöhen gehen sollen, wird tatsächlich diese Anzahl auch noch reduziert. Das heißt, wir verlieren weniger Kombo-Zähler-Punkte. Mhm. So wie es aussieht, also die nächste höhere Stufe war 15, dann heißt man bestimmt 10 und 5. Schätze ich jetzt einfach mal gerade, weil wir hier halt 3 Ausbaustufen haben. Das heißt, sobald die 3 Sekunden rum sind, verlieren wir vielleicht pro Sekunde, ich habe es noch nicht 100%ig testen können, aber das hier hört sich so an wie pro Sekunde oder alle 2 Sekunden verlieren wir eben dann 5 von diesen Kombo-Punkten, die wir bis dato gesammelt haben, anstatt wie gesagt den ganzen Stack auf einmal. Das finde ich schweinegeil, weil das bedeutet nämlich, wir haben indirekt eigentlich einen Platz frei bekommen in unserer Nahkampfwaffe, weil wir müssen jetzt theoretisch nicht mehr diese Bonus-Kombo-Zeit-Mods mitnehmen, theoretisch gesehen zumindest. Und wenn ihr jetzt so wie ich seid und sagt dann, haha, ich gehe zu den Quill einfach direkt und schwätze an und damit ich endlich hier die ganzen anderen Fokusdinger freischalten kann, dann, ja, viel Erfolg, ne? Also, hey, die Tür geht nicht auf. Es sei denn, wir machen was vorher. Und dieses vorher wäre das hier nämlich. Wir müssen Sayas Vigil nämlich vorher bestreiten, die Quest. Und was wäre die Voraussetzung? Wir müssten gemacht haben Force Prize, was tatsächlich die allererste Mission, eigentlich Tutorial-Mission beinahe schon ist, die man Warframe machen kann. Deswegen, die wird wahrscheinlich fast jeder gemacht haben. Als nächstes müssten wir Meisterschaft Stufe 1 geschafft haben. Boah, ich glaube, das wird knapp, ich glaube, das kriegen wir hin. Und dann als nächstes werden wir natürlich dann noch eine Bounty erfüllt haben in Zetos. Und das ist, im Endeffekt müssen wir zu dem Typen, der vor dem Ausgang steht, eben zu der Ebene und dort eine Quest mitnehmen nach draußen, die komplett abschließen und dann wiederkommen. Und dann sagt er, hast du doll gemacht. Beziehungsweise man muss nicht unbedingt wiederkommen, aber eigentlich müssen wir schon wiederkommen. Weil wenn wir erstmal zum Typen nämlich nach Abschluss der Mission eben wieder aufgeschlagen sind, haben wir plötzlich eben eine Möglichkeit, ihn anzusprechen. Und tatsächlich dieses Ansprechen ist der erste Schritt eben von dieser Questreihe.
Und im Zuge dieser Questreihe lernen wir halt vieles über die Kolonie, als auch tun wir eben freischalten, die Sache eben mit den Quills. Und ohne die Quills können wir eben keine Fähigkeit mehr von unserem Operator jetzt benutzen. Na, danke dafür. Allerdings ist womöglich eine der Questbelohnungen eben die Blaupause für Gaara. So, das alles jetzt mal aber aus dem Weg. So viel zum Thema von den Sachen, die jetzt vielleicht mal wissen sollte, damit ihr halbwegs da jetzt langsam reinkommt. Das heißt, mal die Questreihe werde ich womöglich in einem anderen Video mal genauer behandeln, wenn ich sie dann spiele. Weil noch gemacht habe ich sie eben nicht. Lass uns endlich mal in die Kolonie gehen und danach sofort endlich mal in die Plains of Idun und endlich mal losmarschieren. Die Entwickler hatten ja gemeint, dass wir relativ schneller hinkommen, auch wenn wir das Spiel neu starten, ist es absolut richtig, denn wir können tatsächlich die Plains of Idun eben betreten auf der Erde. Ja, und da ist auch Zetus. Wir können auch einfach so in die Plains of Idun reinmarschieren. Natürlich sind die Gegner dann so vom Level 5 bis 10, deswegen ist das ein bisschen eigentlich uninteressant. Wir können auch von da aus nachher in die Stadt reinmarschieren, aber lass uns mal ruhig da aufschlagen. Das Intro-Video dazu, also dieses langsam mit dem UX, was ihr wahrscheinlich sehen werdet, wenn ihr zum allerersten Mal da reingeht, haben wir jetzt natürlich nicht mehr, aber was soll's. Und natürlich haben wir eine riesenlange Auswahl von eben Möglichkeiten, uns aufzuhalten da. Und wie ihr seht, jetzt sind verdammt viele Leute dort unterwegs. Himmel! Ich nehme mal ein, was nicht jetzt voll ist, damit nicht hier alles gleich ruckelt wie Sau. Nicht, dass es zu sehr ruckelt. Oh, empty. Nehmen wir empty. 81 Server. Holy shit. So. Da wären wir. Zetus. Kolonie. Holy shit. Endlich. Ich weiß, für euch, die jetzt zugeguckt haben, haben gesagt, Mann, wann gehst du endlich in die Kolonie? Jetzt bin ich da. Jetzt sind wir endlich hier und da können wir uns endlich auch ein bisschen umgucken und sehen, was das hier so Feines gibt. Natürlich, hier und dort werden jetzt wie auf den Relais natürlich die einzelnen Spieler womöglich noch ein bisschen geladen und was sie alles so equipped haben und wie sie aussehen. Aber lass uns so kurz ein bisschen umgucken, was hier zu erstaunen und mitzukriegen ist. Lass mich kurz gucken, bist du derjenige welche? Ja, du bist einer derjenigen welche. Wenn ihr zum Beispiel fischen gehen wollt, müsst ihr tatsächlich mit der jungen Dame hier, glaube ich, reden. Und bei den Waren müsstet ihr dann eben so eine Art Speer euch gekauft haben. Und ohne den Speer könnt ihr eben nicht angeln. Weil ihr angelt nicht wirklich, eher sperrt sozusagen die Fische damit. Und natürlich kostet das kein Geld, sondern eben Standing-Punkte. Das heißt, wir wollen generell Standing sammeln am Anfang. Ist definitiv eine gute Idee. Ich habe jetzt mal den Waren begangen, habe natürlich, bin erstmal rumgelaufen, habe mir überall erstmal Sachen gekauft für Standing-Punkte. Obwohl das vielleicht auf lange Sicht nicht so super schlau war, aber ich habe es jetzt trotzdem mal gemacht. Aber wie ihr vielleicht schon sehen könnt, können wir uns diverse Sachen eben freischalten. Sei es nur über Farben oder irgendwelche Köder oder irgendwelche Trophäen. Schauen wir fürs Schiff, nehme ich mal stark an. Und ja, ein paar Sachen davon wahrscheinlich brauchen wir uns aber eben zum Craften generell. Dann bei Today's Special könnten wir uns noch andere Sachen erwerben, nämlich mit Platinum Einzelteile da kaufen. Empfehle ich natürlich wie immer keinem. Und Fishing Service, da können wir sozusagen unsere Fische abgeben, um eben direkt noch ein bisschen Ruf abzugreifen. Ist vielleicht gar nicht verkehrt, eben die Standing auf der Schiene kriegen. Deswegen ist es nicht vielleicht vollkommen dämlich von mir gewesen, diese Harpune oder diesen Speer von Anfang an direkt mir mal zu holen. Ein kleiner Nachtrag aus der Zukunft. Tatsächlich kann man auch diesen Fisch, den man gefangen hat, ja auch ausnehmen lassen, damit man auch Ressourcen daraus nochmal bekommt. Schöne Sache. Oder man gibt den eben ab für Ruf. Ja, entweder oder. So, das wäre jetzt der erste Stand. Gehe ich mal ein bisschen hier vorne rüber, so nach dem Motto nach rechts. Ich gucke immer auf die Minikarte oben, nach dem Symbol. Ich hätte die Symbole nicht unbedingt blau gemacht wie die Spieler, weil ich kann das, ist vielleicht türkisfarben, aber ich kann dieses türkisfarben und das blau fast nicht auseinanderhalten. So, der Kollege hier verkauft uns eben Tiere. Davon habe ich mir auch schon ein paar Sachen geholt. Entweder so eine Art, ja, oh, da war gerade was am Lecken hier. Eine Genetic Mask, also Farben eben für unsere Kubros, wo sage ich mir so, okay. Und das habe ich mir auch schon geholt fürs Schiff oben, nämlich so einen eingesperrten, ich hätte fast gesagt, so eine Feldwald, ein Wiesenratte beinahe. Aber ja, sowas eingesperrtes eben, kann man sich halt erholen und auch noch so einen Vogel halt für Käfig. Tut man da auf sein Schiff packen, bringt ansonsten, glaube ich, nicht wirklich was. Und dann vielleicht noch der zweite Teil eigentlich von dem Dekoladen, wo die Tiere zu kriegen war. Hier der Typ verkauft uns quasi Masken. Das Einzige, was ich noch nicht weiß, ist, wo die Masken hinkommen danach. Weil auf Schiff konnte ich sie noch nicht unbedingt platzieren. Aber wie dem auch sei, hier können wir auf jeden Fall auch nochmal was zusammen basteln gehen uns lassen. Wir müssen uns eintauschen eben gegen Ressourcen aus der Ebene. Und gut, was hier die Dinger jetzt genau machen, wahrscheinlich einfach nur, auch vielleicht wie es Rambo sagen würde, die Dinger leuchten blau. Ja, vielleicht irgendwie sowas. Wobei, bei ihm waren es, glaube ich, grüne Teile, aber hier so Dinger eben, um Licht zu haben in der Pampa. Ich könnte mir vorstellen, genau das nämlich das ist. Ja, sind Blue Flares, tatsächlich. Oh, die machen auch was, die machen Effekt. Holy shit. Wenn man blaue Flares benutzt, hat man eine höhere Affinity Range. Das heißt, man in höherem Umkreis kriegen Leute Erfahrung. Und was ist das andere dann? Das gleiche ist nur rot. So, dann gehe ich mal wieder ein paar Schritte zurück und gehe nach der anderen Seite wieder hier durch, nach dem Modul links herum.
Weil hier vorne ist womöglich der wichtigste Kerl von allen, nämlich der... Da vorne geradeaus. Hier der Kollege. Oh, ich hab's vertan. Ich dachte nämlich gerade, das wäre der Kollege, der die Waffen baut. Nein, das ist der Typ, der sozusagen uns noch was anderes verkauft, nämlich den Scanner. Wenn wir draußen minen wollen, eben für diese Edelsteine, die wir teilweise auch danach zum Bauen tatsächlich brauchen. Deswegen, ich nehme an, die besseren Scanner tun mehr, Fragezeichen. Ah, dann wären wir mehr akkurat beim Schneiden. Ist vielleicht gar nicht verkehrt. Das heißt, man will womöglich auch die etwas teuren auch danach besitzen. Naja. Wir können natürlich auch hier noch andere Sachen tun. Natürlich Today's Special, da heißt man vorhin wieder, in dem Fall immer nix. Vielleicht kommt da noch was, was man gegen Echtgeld kaufen kann. Mal gucken. Wir können aber einfach nur, wie auch bei den anderen schon, einfach mal sagen, wir geben diese Gems ab, um eben Ruf zu erhalten. Wie ihr schon seht, ich war ein paar Mal draußen, habe schon ein paar Mal sozusagen mich am Bergbauen hier versucht. Deswegen ist es nicht besonders schwer und man kriegt relativ gut das Zeug auch zusammen. Und von den Punkten her... Naja, ich meine, es hat 500 gekostet, das Teil mich. Und wie ihr schon seht, auch damit kann man relativ gut eben auch scheinbar Standing eben sammeln. Und ich sehe hier nirgends so ein Maximum. Bei dem Fischhändler war ja noch so ein Maximum angegeben. Hier kann ich ja richtig am Rad drehen und relativ schnell Standing eben hier aufbauen. So, und dann kommen wir jetzt aber wirklich zu dem letzten Händler. Lass mich mal kurz hier ein bisschen durchwuseln mich hier. Ich gehe ein bisschen querfeld ein vielleicht. Boah, es ist echt schwer zu erkennen hier mit den ganzen Blau. Hier Blau, dort Blau, da Blau. Das ist echt doof. Ich finde, hätte man irgendeine andere Farbe nehmen müssen. Das ist echt nicht schön. Wenn hier zu viele Spieler stehen, sind die sozusagen diese ganzen Waren oder die ganzen Händler sehr gut versteckt, finde ich. So, das wäre jetzt aber der Kollege, der womöglich der wichtigste von allen ist, wie ich schon eben eigentlich schon voreilig gemeint hatte. Und zwar, hier können wir uns nämlich Waffen selber stricken. Wenn wir denn Waffen freigeschalten hätten, könnten wir uns eben nach den jeweiligen Bauteilen eben was zusammen würfeln lassen. Wir brauchen allerdings drei verschiedene Teile dafür. Eben halt einen Griff, halt eine Schneide und meistens so einen Edelstein. Und hier können wir auch mal gucken, was er so anbietet. Hier werden nämlich die einzelnen Teile auch schon angeboten, nämlich die jeweiligen Klingen und Griffe und eben diese Edelsteine. Ich sage jetzt Edelsteine dazu, aber es sind diese Verzierungen eben da dran, die eben Bonus geben in der Form. Wir brauchen aber alle drei Sachen leider. Ich will auf jeden Fall dieses Ding danach haben und dieses Mähwarnteil. Und das kostet schon 7500 Standing. Okay, so schnell wird es nicht gehen. Und ganz hier unten noch was Schönes. Wir können uns natürlich auch Arcana zum ersten Mal selber bauen. Und wenn wir da mal vom Rezept ausgehen, gucken, sagen wir mal ein bisschen, wie das Zeug habe ich noch nirgendwo gesehen. Ich weiß, das letzte hier unten, das müssen wir tatsächlich Edelsteine für schleifen gehen. Das bin ich mir nicht hundertprozentig sicher. Und diese Cetus Wisp, die sammelt man tatsächlich draußen in der Pampa. Genauso wie diese Clown von irgendwelchen Vögeln zum Beispiel. Ja. Und wie ihr schon oben seht, die Dinge haben halt eine gewisse Fähigkeit. Zum Beispiel das hier zum Beispiel, wenn wir einen Ground Slam machen, also nur fies auf den Boden springen, mit einer Nahkampfwaffe auf den Boden hauen, dann würden wir Gegner ranziehen. Und außer dem letzten und dem Wisp würde ich, wie gesagt, gar nicht wissen, was die ganzen Teile hier sein sollen. Dann Today's Special haben wir... Möglichkeit hier natürlich auch so ein Komplettsperr, nehme ich mal an, mit, ich sag mal, Griff sozusagen mit dem ganzen Kladderadatsch sozusagen direkt für Platinum freizuschalten. Das werde ich auf gar keinen Fall tun, weil ich bin Freund davon, was selber freizuschalten. Und Other Services, was haben wir da Feines? Oh, seht nur. Ah, können wir zum Beispiel generell sagen, wir können eine Waffe einen Namen geben. Das kostet dummerweise Platinum. Das Schöne ist allerdings, wir können alle Waffen im Spiel Namen geben, eigenen. Das ist wiederum schweinegeil, finde ich persönlich. Dann, wie es aussieht, können wir eben eine Waffe aufwerten, hier nochmal gehen mit. Aha. Und wir können auch eine Waffe wieder in Standing zurückverwandeln. Ha. Da muss man nochmal gucken, inwiefern das genau hinhaut. Hier oben steht natürlich schon drüber, hey, du kannst maximal nur 4440 Punkte hier auf einmal so kriegen mit Standing. Aber ansonsten ist das auf jeden Fall schon mal eine schöne Sache, das hier. Und dann, wenn wir hier oben den Weg einfach weiter folgen, weil mehr gibt es tatsächlich in dem Markt. Die ganzen anderen NPCs sind quasi nur Statue und die machen auch sonst nichts mit uns. Es gibt wirklich nur diese fünf Händler, wenn man sagen will. Und diesen sechsten Kollegen, der hier total zugestellt hier gerade ist. Und der Kollege gibt uns, wie gesagt, ja eben diese Questreihe. Und wir können bei ihm auch gucken, was für ein Standing wir bei ihm schon gerade hier so am Start haben. Das sind wir noch nicht besonders toll, aber wie gesagt, ich konnte... Wo ich jetzt mich gerade mal auskotzen möchte, ich konnte gestern nicht wirklich viel spielen und ich habe auch noch keine Belohnung gekriegt von irgendeinem Streamer, weil irgendwie hat beides im wahrsten Sinne des Wortes nicht wirklich geklappt. Aber sei es mal, wie es will. Wie sagt man so schön? Never play on patch day. Aber gut. Manche von diesen Rängen sind auf jeden Fall nötig, damit man überhaupt ein paar Sachen in der Stadt machen kann. Zum Beispiel eben bei einem Waffenhändler. Und hier unten werden endlich diese Bounties.
Und da ist es ähnlich wie bei Sorties. Wir sehen schon sozusagen, was wir hier als Chance haben, als Belohnung zu bekommen. Das heißt, wir wollen standardmäßig, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass wir hier oben von dem braunen Loot, sag ich mal, oder bronzenen Loot was kriegen. Dann natürlich ein bisschen weniger die Chance, dass das silbern ist. Aber wir haben auch eine Chance, eben was Goldenes abzustauben. Und natürlich gibt es auch etwas schwierigere Questen, wo man richtig, ich sag mal, tolles Zeug in Anführungsstrichen abstauben gehen kann. Man sollte vielleicht eine Sache vielleicht aber vorneweg noch werfen. Wobei ich sehe gerade, man kriegt wirklich einen... Oh, kriegt man Furax Wraith Blueprint. Das ist gar nicht verkehrt. Und noch einen Standspot kann man hier kriegen. Ja, warum nicht? Warum nicht? Aber diese ganzen Missionen sind übrigens nicht so trivial, wie sie aussehen. Man könnte sagen, oh, 40 bis 60 Level, oh, da tau ich hier ratzfatz durch. Diese Missionen sind meistens multilayered, könnte man sagen. Lass uns mal kurz einfach die erste hier oben machen. Ich habe zwar schon mal eine abgeschlossen, aber lass uns mal nur die erste machen, damit ihr seht, wie Missionsaufbau generell so läuft. Und vor allem, komm mal damit endlich in die Plains. So, wir watscheln hier kurz zu der zweiten Tür, gucken uns noch kurz um, sehen noch keine Spieler mehr und ein paar Sekunden später sollten wir dann... Mensch, sonst geht es immer sehr schnell. Ah, jetzt haben wir es geschafft, ausgezeichnet. Jetzt sind wir auch endlich da, jetzt sind wir endlich hier draußen und wir kommen in den Plains of Idle. Und ich weiß, wir haben jetzt sehr lange gebraucht, hier reinzukommen, aber ich wollte erstmal ein paar Sachen vorher angesprochen haben noch. So, da die Sachen haben wir jetzt angesprochen haben... tun wir erstmal einen Blick um uns werfen und sagen, das sieht echt schön aus. Das sieht echt schön aus. Und wie ihr seht schon, wir sind so in der Abendszeit angekommen. Und der Berg, der da ganz hinten zu sehen ist, mit den ganzen Kladderadatsch drauf, da können wir hinlaufen, ja. Also es ist schon eine sehr weiträumige Ecke hier. Allerdings, lassen wir kurz mit die Karte anschmeißen. Japp. Zum Navigieren finde ich es persönlich nicht so wahnsinnig toll. Ich würde gerne rauszoomen können, was ich jetzt noch nicht unbedingt rausgekriegt habe, wie das geht. Aber es ist ein bisschen diffus manchmal hier durchzukommen, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber wir sollen dahin, wo der große Kreis ist. Gut, dass wir das eh nochmal angezeigt kriegen, eben mit diesem gelben Marker. Deswegen gehen wir auch sofort dahin, packen uns... Ach, komm, jetzt habe ich hier die andere Knarre durchaus gepackt, was ja nicht verkehrt sein muss. Also damit können wir wenigstens auch Gegner sehen, die eben in der Deckung irgendwo stehen. Damit zeige ich gleich mal, wie sinnig das Ganze ist. Jetzt würde ich sagen, pack doch deinen Arkwing aus. Ich kann nicht, dafür muss man erst was bauen im Tenno-Labor. Und das habe ich auch schon angeschmissen. Für die Leute, die es noch nicht gesehen haben, da fehlen noch Ressourcen, damit es läuft. Hier vorne übrigens sehen wir auch was Schönes. Wir hören auch ein Geräusch in dem Zusammenhang. Und wenn wir jetzt reinzoomen... Oh Gott, es hat ein tolles Symbol. Ich soll das halt nachfahren. Gott, das war jetzt schlecht. Und je besser ich es machen würde, was jetzt eine Katastrophe gerade war, je besser ich es machen würde, desto mehr kommt auch dann da raus. Und wie ihr schon seht, wir hören und sehen auch da sozusagen ganz... Links am Rand sozusagen seht ihr, dass ein Symbol vom Edelstein ist und ganz rechts sozusagen an diesen großen Streifen seht ihr eine 8 Meter und das heißt, man in 8 Meter Reichweite soll irgendwas sein. Soll irgendwas sein? Ich laufe dran vorbei, schau mal. Ist hier hoch? Nein, ist hier runter? Ah, das ist gegenüber von hier. Ausgezeichnet. Das Geräusch wird einem was helfen, nur momentan habe ich den Sound so leise gestellt, dass ich es absolut nicht mitkriege. Vielleicht kriege ich das ein bisschen besser hin. So vielleicht. Oh, da war ich zu langsam. Aber ja, immerhin drei Teile rausgekriegt. Und so sieht das Mining aus. So sah das Mining aus. Ausgezeichnet. Okay, 300 noch was Meter. Oh, wisst ihr was? Hier vorne haben wir Gewässer. Wollen wir mal kurz gucken, wie das ist mit dem Fischefangen hier. Hm? Ich habe es noch nie gemacht. Das ist Premiere gerade für mich. Das Abbauen habe ich schon ein paar Mal versucht. Aber hier wäre für mich jetzt absolut neu. Ich will nichts sagen, aber das Wasser sieht aus wie Quecksilber. Heißt man, die reflektiert derart die Oberfläche, dass ich nichts sehen kann. Wenn hier Fische sind, tarnen sie sich gut, würde ich einfach mal trocken sagen. Da haben wir gerade wieder einen Baum entdeckt. Ich hau den mal gerade kaputt, damit wir ein bisschen Loot daraus kriegen. Achso, ich habe jetzt das Ding aktiviert. Moment. Puh, danke. Das habe ich nicht weggetan wieder. So, wieder auspacken. Ich glaube, besten stelle mich hier vorne auf den Fels. Wir dürfen übrigens nicht in Wasser laufen, denn Warframes sind nicht wasserdicht. Das ist tatsächlich ein Ernst von mir. Wenn wir jetzt hier reingehen, kriegen wir nur unsere Energie abgezogen und das war's. Wenn nicht irgendwie so eine Hilfe kommt, dass ich irgendwas sehe, weil ich kann absolut nicht erkennen, was im Wasser hier sein soll. Doch, da ist was. Das war daneben. Ich habe gerade so was Schwarzes gesehen. Oh, guck mal, da schon. Jetzt sehe ich es endlich. Meine Fresse, ist das knapp kalkuliert hier. Yes! Wir haben was gefangen. Ausgezeichnet. So schwer ist es dann doch wieder nicht. Mein erster Fang in den Plains of Eidolon. Ausgezeichnet. Oh, Master Angler. Wir müssen also 10-mal das schaffen. Weil ich habe versucht irgendwie rauszufinden, was das sein soll, wo ich hier gucke, aber... Oh, das Ding hängt auch unserem Arm fest. Wir können es zurückziehen, die Harpune. Coole Sache. Da ist aber noch was, oder? Nein, das ist nur eine Animation. So, lassen wir es mal so, wie das Angeln. Nicht besonders schwer, aber ich muss sagen, ist nicht unbedingt auch einfach. Wie gesagt, wenn wir jetzt übrigens Wasser treten, passiert das.
Und ich habe mal Glück gehabt. Normalerweise gibt es nämlich so einen Magnetic-Effekt. Das heißt, wir kriegen erstmal unsere ganze Energie abgezogen. Habe ich noch Glück gehabt, dass das gerade hier vorne nicht kam. Ansonsten wären wir nicht einfach rausgeportet, weil wir sollen ja nicht ins Wasser gehen. Wasser ist eben schlecht für uns. So, jetzt gehen wir schnell zu der Mission hin, damit wir das mal gesehen haben. Wusch, 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 wusch. Da ist auch ein Grenadier. Ah, seht ihr, da ist die Umrandung, die ich kenne. Da sieht man die Typen deutlich besser, als wenn man die Umrandung nicht hätte. Selbst obwohl es rot ist, stimmt es trotzdem. Es gibt keine Chance. Oh shit, jetzt kommen die ganzen Pansen wieder. Oh, das dauert mir so lang. Ja, ich habe natürlich jetzt das Schrotgewehr wird mir jetzt echt fast bringen, glaube ich. Weil hier die Waffen sind zwar okay, aber auch nicht so stark. Wobei, den Löchern, die ich gerade gerissen habe, in einem fast 10.000 Schaden reingehauen habe. Ich glaube, das schickt. Oh, jetzt kommen welche ganze Haufen von vorne wieder auf mich zugerollt. Ein bisschen Nahkampf machen und vielleicht, wenn wir was verteidigen müssen, weiß ich, was ich tun muss. Nämlich, da baue ich eine Glaswand hier auf. Sehe ich jetzt schon kommen. So, geh weg. Geh weg, ihr. Was soll ich hier machen? Ah, ich bin noch gar nicht da. Ich bin hier falsch. Ich muss auch da hoch. Mist. Capture the leader. Oh, Mist, das ist auf Zeit. Leute, mal. Ich mache aber was Richtiges hier, wie es aussieht gerade. Hm? Weil irgendwie hat das gezählt. Seht ihr oben? Ich habe Enemy Kills. Aber ich habe nur noch 4 Minuten Zeit. Okay, aber am besten, ich gehe da ganz schnell oben hin. Was auch immer ich hier gerade getan habe. Scheinbar musste ich Grenadiers töten. Das habe ich getan. Gut. Geh weg. Ach, alle Grenadiers auf mein... Oh. Geh weg. Alle Grenadiers auf dem Weg dahin sozusagen zählen. Das ist schon mal eine gute Sache, finde ich. Oder bin ich in dem Umkreis davon gelandet? Nein, nicht wirklich. Oh, wenigstens sagt das Spiel mir, wo ich ungefähr hinlaufen soll. Du bist weg. Gut. Du bist weg. Gut. Warte, wir machen schnell vor allem an. Ah, jetzt hör mal auf hier, mich immer rumzuschmeißen. Das kann halt sein. So, willkommen zu Schnellfeuer. Wie ihr schon seht, jetzt habe ich erst den ersten Teil dieser Quest gemacht. Ich kriege zwar jetzt schon Standing dafür, aber ich müsste jetzt auch weitermachen, damit überhaupt diese komplette Bounty überhaupt komplett zählt. Aber bis jetzt habe ich nur den ersten Teil Erfolg davon geschafft. Und ja, hätte ich einen Arkwing, würde die Sache sehr viel angenehmer sein. Jetzt muss ich den ganzen Weg darüber puppeln. Ich meine, ich könnte auch scannen, mit dem Scanner rüberlaufen. Dann würde ich ganz natürlich mitkriegen, ob irgendwo um mich herum eben Edelsteine sind. Weil, ach, vielleicht das solche kurz noch gezeigt haben, weil das fand ich gar nicht schlecht, die Idee. Wenn Edelsteine meiner Nähe sind, werden sie mir, wie gesagt, ja, da angezeigt. Das heißt, man, es ist irgendwo ein Deposit, erzähl mir nichts. Ein Deposit von Edelsteinen müsste jetzt da sein, weil ich sehe ein Edelsteinsymbol nebenan. Oh, ist das das vielleicht, wo ich hin muss? Nein, nicht wirklich. Oh, jetzt soll ich hier die Cash sammeln. Okay, einen habe ich jetzt gefunden. Das ist furchtbar, finde ich. Die Cash sammeln war bis jetzt immer für mich absolute Katastrophe, weil ich habe die nie gefunden. Ich habe teilweise echt 5 Minuten rumgelaufen, ich habe die Caches nicht gekriegt. Obwohl man in dem Ring hier nur bleiben muss und eben diese Container sammeln muss, die natürlich einem nicht auf dem Radar angezeigt werden. Vor allem, wenn man hier so Grünzeug hat, wo man nicht durchgucken kann, kann man sich absolut einen Wolf suchen. So, irgendwo muss hier noch was sein. Ist das da vorne vielleicht? Nee, das ist eine Pflanze nur. Oh, ich bin noch zu niedrig geschmissen. Pling. Das war jetzt nicht unbedingt für allgemeine Suchen, weil er jetzt nicht unbedingt schlau, was ich getan habe, aber ich habe es trotzdem mal getan. Das ist eine Pflanze, die nehme ich doch mal gerade mit. Hier wäre Erz. Oh nein, das machst du nicht. Das machst du nicht. Dieses Ding muss weg, weil sonst holen die nämlich Verstärkung und da habe ich jetzt gerade keinen Bock drauf. Das ist überall Verstärkung, der anmarschiert. Okay, wisst ihr was? Ich baue das mal kurz hier vorne ab. Ich hole mal so kurz meinen Scanner raus. Hier vorne sehe ich was gerade. Oh, 3 Erze gibt es, dann gebe ich in der Gegend, weil 3 Symbole nebenan stehen. Okay, also neben beim Scanner. Okay. Das sind 2. Also von möglichen 5. So, das war das hier gewesen. Jetzt hätte ich noch. Oh, wait. Irgendwo wäre noch ein Scanner in der Nähe. Irgendwo noch so ein Teil in der Nähe gewesen. Aber ich muss aufpassen, dass ich nicht zu viel Zeit verschwende. Jetzt habe ich wieder 3. Angeblich sind in der Nähe von mir. Okay. Wisst ihr, das lassen wir mal gerade sein. Wir suchen jetzt erstmal nach diesem Ding weiter, weil ihr seht schon, dass es nämlich hier sehr ablenkend sein kann. Hier rumzumarschieren und sagen, ah, oh, hier sind Edelsteine, oh, da sind Fische, oh, da ist dies, da ist drittes, da ist hundertstes. Und plötzlich seid ihr nämlich zu spät für die Quest. Da wäre das Erz gewesen. Das war jetzt schlecht, aber ich habe es geschafft irgendwie. Ist das hier unten vielleicht? Oh, wirklich eine Höhle unter Erde? Oh, hier ist es tatsächlich, meine Herrschaft. Jetzt habe ich 2 gefunden von 3 und die Zeit wird langsam knapper. Ist hier hinten noch irgendwas? Weißt du was? Ich habe dafür gar keine Zeit. Ich muss... Oh, wie groß ist denn der Ring? Oh, vor allem, wie groß ist die Landschaft hier unterirdisch? Nein! Ich habe auch keine Zeit hierfür. Ich habe doch keine Zeit. Jetzt muss ich erstmal wieder rauskommen, wo er lachen. So, schnell raus. Raus. Hoffentlich ist das nicht unterirdisch gewesen, weil ich suche... Okay, oben drüber ist der Kreis glücklicherweise wesentlich kleiner.
Ich bin vor allem gar nicht mehr drin in dem Kreis. Und hier ist eine Wand. Da darf ich nicht weitergehen. Oh, jetzt geh weg. Geh weg, du. So, da war eine Höhle, weil das sagt er mir schon. Na, das ist mich gerade überhaupt nicht. Fliegen können wir jetzt nicht verkehrt. Ich stell mir vor, gerade mit Arkwing werdet ihr ja sehr viel einfacher. Ich habe nur noch 2 Minuten Zeit. Shit, shit, shit. Da ist es. Ich habe es gefunden. Falsch rum. Läuft. Wir kriegen ein paar Ressourcen. Und wir haben den zweiten Teil der Bounty geschafft. So. Krieg ich runtergeschossen da? Nee. Du bist weg. Oh, komm, direkt der nächste angeflogen. So, jetzt muss ich nur darauf warten, bis sozusagen das Spiel mir... Ah, nämlich zeigt, wo das nächste hin soll. Und eine Sache ist natürlich sehr cool. Endlich kann man mal richtig über Landschaft fliegen, sich lassen und sagen, yay! Oh. Und rutschen. Auf Bergen runterrutschen. Ist auch nicht schlecht. Ich meine, wir haben zwar keinen Schnee hier, aber haben glücklicherweise ja sehr agile und vor allem rutschfähige Warframes. Muss nicht schlecht sein. Yay! Ist besser als laufen, hinter dir. Daumen hoch. Alles mitnehmen, was man finden kann. Ist mein Motto. Hier vorne, locate, capture target. Da. Capture target. Da vorne. Der Typ, den ich gescannt habe. Oh, 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 oh. Oh, 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 oh. Ich habe niedergeschossen, okay. Erstmal letzte Fähigkeit rein und stehen lassen und sammeln. Ha. Niemand kann mich beschießen. Haha. Oh. Wieso kommst du da durchgelaufen? Hättest du nicht durchlaufen dürfen. Hund. Fucking Cheater, du. Aber ich habe die Mission geschafft. Ich habe einen Hornet Strike dafür behalten und bin gleich tot. Ah! Deko. Jetzt habe ich die Mission erst geschafft. Das wäre die einfachste Mission gewesen, die man da kriegen kann. Und ich hau jetzt erstmal ab, weil ich glaube, irgendwie alle sauer auf mich sind. Ey, ich gehe mal lieber schnell. Jetzt muss ich den ganzen Weg. Ich meine, ich könnte jetzt auch abbrechen und einfach sagen: Ja, abbrechen, ich gehe zurück. Sofort zurück im wahrsten Sinne des Wortes zu Cestus. Aber wisst ihr was? Ich laufe den Weg gerne. Weil gestern habe ich x-mal versucht abzubrechen und ich habe jedes Mal nichts behalten. Ach, das war mein... Ich dachte, ich bin gerade in ein Griffschiff reingeflogen, dabei war es nur mein Sammel. Oder? Nein? Ist doch jemand in mir, ja? Was hast du nur davon? Du lebst noch. Jetzt nicht mehr. Ich dachte gerade, ich wäre jemand reingesprungen. Wahrscheinlich bin ich das auch. Wahrscheinlich bin ich das wirklich eben gerade. Yay! Vielleicht kriegen wir noch Skier hierfür. Verwehr ich beinahe. Egal. So, jetzt haben wir das hier soweit hingekriegt. Jetzt haben wir auch viel zu lange gebraucht. Das Video ist wieder 100-mal länger geworden, als ich ursprünglich geplant habe. Aber ja, so viel zum Thema erstmal Plains of Island. Und das ist erstmal so, was ich bis jetzt so gesehen, gemacht, getan habe. Als nächstes packe ich mir auf jeden Fall mal die Questreihe für die Quills, für Gaara und für Cetus und für mich vor allem. Für einen vielleicht einfach mal eher für mich. So, wie immer, danke fürs Beischauen und Zuhören. Das war mit MK3 und das war es jetzt erstmal so als so groben Zusammenhang erstmal. Und, oh ja, eine Kleinigkeit, die ich jetzt auch noch ansprechen wollen würde in dem Zusammenhang, ist folgendes. Ihr wisst doch normalerweise, wenn ihr Relikte aufladet, müsstet diese Reactant aufsammeln, diese komischen goldenen Kugeln, wo dieser Strich hier oben drauf ist. Ne? Da muss man 10 Stück haben, damit man das Relikt ja danach sozusagen aufmacht und dann danach vielleicht ein Primeteil eben daraus kriegt. Die Teile können jetzt aufgesammelt werden von eurem lustigen Wächter, also eurem Sentinel. Die Dinger werden jetzt aufgesogen, also richtig auf euch zu aufgesogen und nicht mehr, oh, ich muss rüberlaufen, sondern nein, ihr müsst nur in der Nähe vorbeilaufen, das Zeug landet in euer Inventar. Ist das nicht toll? Ich würde sagen, allein schon dafür hat sich diese Erweiterung direkt mal gelohnt. So, bis die Tage also und ciao.